Deutsche! Ein wunderschöner Montag und eine wunderschöne literarische Frische bei euch zusammen, Almin Anna. Ich darf euch, und das ist was ganz arg und ganz, ganz wichtig, hier wiederum an den Tische und Bänke begrüße, dort wo mancher schon, wie wir das Jahre vorher gesagt haben, von einer Bankenkrise gesprochen hat, wann sich der Bäuermeister am letzten Zentimeter Bank auf Fisch klammert. Aber es war schön, heute Morgen zu sehen, dass auch viele, die uns auf der Autobahn entgegengekommen sind, sich doch noch unter das schwere Joch der Lohnabhängigkeit begeben haben. Sie wissen es halt nicht besser. Es gibt noch viel zu tun in Neubaugebieten und bei Zugereisten. Die diesem Joch entsprungen sind und die wissen, dass man montags anderes tun kann, als sich schnödem Mammon widmen. Neues liegt vor uns und will erschlossen werden. Und wären die Tage man nicht ein Volk von Forscher, man hätten's doch nicht besser wissen können, wie, dass sie die Letzte waren, die eine Bach zutage gefördert hätten. Noch denn jeder, der die Augen gemauert hat, wieder heut sagen kann, Dagem Light on the Bach, das sind die weltoffenen Städte, die auf die See blicken, zu einem weiten Horizont, seht ihr einen Schritt in die richtige Richtung. Es gibt Tage, misst man glaube, kennt man mich auf Erwet trage. Du hast morgens schon keine Kraft und bis obens noch nichts geschafft. Doch selbst an Tagen so wie diesem krieg ich meinen Lohn noch überwiesen. Und dann glaube ich, das gibt Kraft. Wer so viel Geld kriegt, hat auch geschafft, seht ihr, genau.
Dankeschön! Sagst du Pilsisch? Ja. Wer nur Hochdeutsch kennt am End, der hat halt Pilsisch nie gelernt. Seht ihr? Deswegen heißt das nächste kleine Stück, sag's auf Pilsisch. Man gilt als schick und wild gebannt, wenn man in einem fremden Land nicht einfach bloß in Urlaub geht, sondern auch die Spruch versteht. Das meine ich nicht bloß pädagogisch, sondern vieles was exotisch. Das erschließt sich uns oft nur, lernt man die Spruch und die Kultur. Trotzdem sind wir bei uns schnell als nicht so schlau und provinziell. Ja, mancher schämt sich und verstellt sich. Dieser Mann, ja, der empfiehlt sich, weil er's kann. Und wer nur Hochdeutsch kennt, noch kennt, der hat auch Pilsisch nie gelernt. Wir kriegen gern und viel Besuch, ja, die Palz wird oft gebucht. Zum Essen, Trinken, Übernachten, der Wald und Dom sich zu betrachten. Zum Studieren und an der Weihstraße mal probieren. Und man merkt und man bestellt sich Pilze, weil am besten Pilz ist. Und trotzdem immer bei uns schnell als nicht so schlau und provinziell. Ja, mancher schämt sich und verstellt sich. Und von der, der rennt ja pilzig, die sind auch von dieser Mann. Und der rennt pilzig, weil er's kann. Und wer nur Hochdeutsch kennt, noch rennt, der hat auch pilzig. Ich bin als manchmal in Berlin, ich muss beruflich als dorthin. Und hab ich abends dort noch Zeit, da gibt's in Lichtenberge Kneipe. Da hoff ich weit von Sonne her, dass meine Bedienung jetzt bald käme. Die nimmt sich Zeit und sie gesellt sich gern zu mir und sie redet Pilz. Sind sich gern zu mir und sie redet pilzig grad wie ich. Und man bestellt sich bei ihr, was man will auf pilzig. Und wenn ich oben zu ihr käme, das hat's mehr als wieder heim. Und keiner schämt sich und verstellt sich. Und alle Pilze reden Pilz. Habt ihr noch zu trinken? Komm, Hand ans Glas, ganz kurz zwischendrin. Ich bin Pelzer, Gott sei Dank, weil wer ich aus einem anderen Land und misst aus kleinen Gläser trinke. Ich glaub, das tät mir ganz schön stinken. Jawohl. Und wer heute noch denkt, dass wir Dinge tun, die keiner tut oder die nicht im Knicke stehen, der hat nicht richtig nachgelesen, denn Pilze dürfen das, seht ihr. Strohverbein für Vergehen der Gestalt, dass ich als wohl den Klappen halt. Die anderen Kinder waren gleich, von der Lehrer wie den Kreisch, hab ich entgegen besserem Wissen oft noch immer sagen müssen. Mindestens zwei Seiten Umsatz waren das gewesen, jedoch im letzten Absatz und mein Lehrer müssen lesen. Wir sind Pilzer und wir dürfen das, weil wir anderen nur wer das ist. Ein riesen Stress, aber wir sind Pilz.
ohne Alarm, nicht nur still zu sitzen, bringt mich heute noch auf zum Schwitzen. Schweizer nicht immer als von, ob ich nur leise wie Sprücken oder einfach pinklich sei, fällt uns nicht im Leben ein. Weil wir hier zusammen sitzen und beim Neues Meilchen spitzen, ist beim Trinken und beim Essen zuallererst die Zeit vergessen. Wir sind Pelzer und wir dürfen das, weil wir anrücken. Jetzt ganz stimmt ihr best. Ja, und woanders, da hättsche jetzt ein riesen Stress. Aber wir sind Pelzer und wir dürfen das. Ja, wir sind Pelzer und wir dürfen das. Im Herz ist mein Triebezeit und auf der Gaste baff rumleid. Die Filter liegen grau und leer und es pfeift kein Vogel mehr. Wir haben Leid, die auswärts wohnen, Kummer und Depressionen. Wir kaufen dann beim Winterheu, kann ich da weise Eier wollen. Der macht das alle Fremde staunen, dicke Luft, auch gute Laune. Von dem Nebel nix mehr sehe ich, nur im Dunkel und die Hecke riech. Wir sind Pelzer und wir dürfen es. Einmal andere, da wird es jetzt ganz schlimm. Seit denen, die heute hier verharren, in dem Wissen, dass der Wurstmarkt zwar sowas wie der spirituelle Höhepunkt des pfälzischen Jahreszyklus ist, aber die Minderheit der Männer, die sich hier an den Tischen doch festklammert, hat auch gelernt, es dauert noch lang bis zum nächsten Vordertag. Nur mal als kurzer Vers. Jede Frau hätte, wenn sie kann, gern daheim einen geschickten Mann, dem sie bei Zeiten dann und wann auch mal etwas häsen kann. Und gern gelitten sind die Männer, die mit Rohrzang droht und Hämmer in der Kisch auf alle Vieren jeden Rohrbruch reparieren. Und die Frauen sind sich einig, geschickte Männer gäb's zu wenig. Und es dringt als wohlbekannt ein Chor jedem geschickten Mann ans Ohr. Ach her, mein Schatz, und gib mir acht, unser Wohnstück hat gemacht. Sie hätte letzte was gelesen, schöner Wohne hätt's gehäset. Und dann schreibt der Redakteur, ah, das wäre alles gar nicht schwer. Und unser Nachbar kann das auch. Und jetzt halt still dich nicht so dran. Seht ihr, Männer, ihr seid nicht alle... Du trinkst schon mal, das ist so allerhand. Ja. Seht ihr, so haben wir in der Band schon eine Schluckimpfung gemacht. Also für die, die dann in den Männerlieder hin anhängig sind, wir sind ja demnächst auch wieder auf Tour. Jetzt kommt das Konträr eigentlich, das Gegenteil. Jetzt kommt das Kapitel, Männer fügen sich devot in Unabwendbares. Seht ihr, Männer, es gibt Zeiten im Leben, da kannst du nicht nein sagen. Wir können oft aufbegehren, doch. Ne? Selbst wenn die Frau im Recht ist und sie steht vor dir und sie macht das sogenannte Hängeltässchen, also so. Und orange, die Luft wird dünn und dünner, rein argumentativ. Und der Frau hat schon eine Kausalkette aufgebaut, der nie mit zu widersprechen ist, auch nicht mit Anwalt, auch nicht mit drei. Dann kannst du als Mann dich immer noch hinstellen und kannst sagen, ajo, und? Kennen wir alle Männer, bitte. Alle Männer. Alle Männer bei drei. Eins, zwei, drei. Ajo, und? Mir läuft der Ei aus, gerade hast du einen Eimer da. Das ist geil, oder? Wow. Da kriegst du Schnappatmung, Hans-Peter, oder was soll ich sagen? Jetzt kommt das Kapitel, Männer fügen sich in Unabwendbares. Männer werfen euch, weiß das nicht. Ihr habt im Leistungskurs Anatomie studiert und ihr seid so kurz davor, dass ihr die Hand in den Blues habt. Wer von euch steht jetzt nee sagen, wenn irgendeine Frau zu euch sagen steht? Für immer? Und du tätst vielleicht sagen, wie war das im Mittelteil eben? Aber du tätst nie nee sagen, seht ihr. Und dann muss man auch mal lieb sein. Aber wir sind bei euch, wenn's schwer wird, wenn das Eis dünn wird, wenn's knackt und eure fies, wenn ihr feuchte Hände habt, wenn ihr nicht mehr in der Lage seid, dann kommen wir und singen euch das erste und einzig ehrliche Liebeslied dieser Welt, seht ihr. Nur von uns und nur für euch.
sogar die schwerste Tasche. Sie bringt mir meins, mein Leergut von und kommt mit voller Flasche. Sie putzt und kocht, haben's Auto voll und zahlt sogar mein Protokoll. Und ist im Mode Kühlschrank leer, dann bringt sie was zu essen her. Trotzdem, sie nimmt mich noch, ich hab's gar nicht kapiert. Was weiß doch nicht, dass sie gleich so empfindlich reagiert. Wir waren uns im Bett gelegen und satt mit vollem Magen. Und wie ich mich zu ihr umdreh, hör ich mich ganz lieb sagen. Komm, stoß mal los, mein Schatz, ich riech die Leberwurst. So gern, ich kenn mich nur von dir und meine Leberwurst ernähren. Komm, stoß mal los, mein Schatz, ich riech die Leberwurst. So gern, ich kenn mich nur von dir und meine Leberwurst. Sogar ganz unbeschreiblich. Mit langen Haaren und langen Bären. Und alle waren so neidisch. Ich hab schon viele vorher gesehen. Sie war die schönste von allen. Und zum Entsetzen vieler war sie mir total verfallen. Doch dann ist sie verrennt. Ich konnt's gar nicht verstehen. Du machst dem Mann ein Kompliment. Schon will sie gehen. Ich hab sie nicht vergern gemacht. Ich wollt was anderes sagen. Du denk ich an die Leberwurst. Du denk ich mit dem Magen. Komm, stoß mal auf. Mein Schatz, ich riech die Leberwurst. So gern, ich kenn mich nur von dir und meiner Leberwurst an dir. Komm, stoß mal auf. Mein Schatz, ich riech die Leberwurst. So gern, ich kenn mich nur. Vieles noch, doch eines sicher nicht. Ja, dass man Wonna ungefragt wohl nicht sein Mund aufkriegt. Weil wenn ein andere überlegt, ein Student oder wart, dann ist es bei uns kaum gedeckt und schon ist es zart. Allermeistens geht es gut, jedoch an manchen Tagen. Wo man so viel rennen tut, da geht's um Pump und Kragen. Ja, heim bin ich verheiratet und meine Frau kann viel vertragen. Und weil sie mich so gut versteht, darf ich alles zu mir sagen. Komm, stoß mal los, mein Schatz, ich riech die Leberwurst so gern. Ich kenn dich nur von dir und meine Leberwurst an dir. Komm, stoß mal los, mein Schatz, ich riech die Leberwurst. Dankeschön!
ist das ein schöner warmer Regen bei euch da zu sein. Im Kreise derer, die tief in sich empfinden, dass es wichtiger ist, da zu sein, als dem Chef vielleicht Loyalität entgegenzutreiben, das ist ein schöner Aufenthalt. Und weil wir wissen, dass ich unter Geistesschwestern und Geistesbrüdern am schönsten und am besten singen lust, singen wir euch jetzt als Pardon zum Alexander, der uns einen sehr schönen Auftritt hingelegt hat. Und erst nachdem wir uns... Und erst nachdem wir uns bedankt haben für den Mann, der vieles, was wir hier gemacht haben, so visualisiert hat, dass es nicht nur gut klingt, sondern auch toll aussieht. Und da gehört einiges dazu bei so einem Sänger, das toll aussieht, so los, seht ihr. Bei dem YouTuber namens der Dauerfilmer oder Clip for You, der immer zur Stelle war, der immer Frido ist, sein ganzes Equipment immer mitschleppt und mitbringt und der viel Mühe in den Schnitten, die Überarbeitung der mitgeschnittenen Sticker verwendet tut, zumindest bei uns, das kann ich ihm sagen. Und dort davor wollte man nicht ohne Dank hier stehen, wo man sagt, Dankeschön! Das nächste Uwe. Genau. Das hat er sich verdient, die lange Stunde im Studio. Ehrlich, nur für dich. Das nächste kleine Stück ist ein sehr, sehr altes und lange mit uns auf dem Weg, aber es ist oft, und gerade wenn wir vor euch stehen, so, als hätten wir es nie vorher gespielt. Es ist immer so wie beim ersten Mal und es ist schön, weil in meinem Alter gibt es nicht mehr viele Sachen, die noch so sind wie beim ersten Mal. Das wird rein statistisch und weniger und rein emotional wird das dann alles ein bisschen, ne, abgezogener, ausschließend. Aber was sicher noch genauso ist wie beim ersten Mal, ist, man hat vielleicht genau betrachtet, den Gedanken nie gemacht, was an der Pals so anerst ist. Doch ändert sich das ganz gewiss, wann man mal ganz wo anerst ist, wann man mal fort muss von daheim, gäb's dort vielleicht a Wald und Bäm, doch fehlt er dann am Schluss vielleicht einer, der auf Pilzig kreischt. Voila, für jeden, der die Pals vermisst, wann er mal ganz wo anerst ist. Und genauso ebenfalls für alle Pilze in der Pals. Hast du eh wohl auf der Weinfisch, denn er leider zugehorscht?
ich du gerne wohl in Scholle, und ich gerne alle überwasch, gehst du öfters in die Volle, nur schwer wie andere Gorsch. Es wär alles nichts Besonderes, sagst du, und du bist jetzt geh, weil es geht auf seine Palz, ja, noch anderes zu sehen. Sicher hast du recht, wenn du sagst, dass das aller Schuhe fällt. Schuhe ist aller Schuhe, da nicht wie in dem Hals. Aber aller Schuhe ist aller das sicherste Programm war. Von dem spielen wir euch jetzt ein kleines Stück, weil während sich viele noch an der Fernbedienung die Finger aufreiben, haben wir schon das Programm unserer Wahl in der Hand, seht ihr, Kines. Und es war doch so, dass ich in erster Ehe schon geschenkt gekriegt habe von meiner Frau, wenn ich samstags heimgekommen bin mit der Fleischstut, dann hat es noch 5 Minuten gehäse. Alter, sind ja die Zippel ab an der Wiener Wäsche, das kann man doch nicht mehr auf den Tisch legen, das ist doch unappetitlich, wie sieht dann das aus? Und an der Kassler wäre ich dran gewesen. Und da hab ich gesagt, Schatz, ich geh doch nicht an den Kassler, das tät ich nie machen. Da müssen Taschendiebe da gewesen sein. Die haben in die Fleischstunde neu gelangt, aber sind dann das verkehl, seht ihr? Und seit wir das Lied spielen und kommen zum Metzger, haben mir Waschzippel in der Tutti waren gar nicht auf den Wogen gelegen und ich krieg ja nicht mehr von meiner Frau geschehen. Im Kielschrank läuft mein liebst Programm, jawohl! Schafft nichts um einen langen Tag. Wo hocken viele Leute heim auf Fernsehapparat. Und die dann auf die Matscheid gucken, da kommen mich woanders suchen. Ich hab nur was ganz anderes parat. Oh yeah, von Langeweile ist überhaupt keine Spur. Oh, es ist spannend wie im Krimi, bei mir gibt's Blutwaschspuren. Und während in der anderen Zimmer die Fernsehapparate flimmern, mach ich in aller Ruhe erst die Weltruhe. Im Kitschrank auf mein liebstes Programm. Und wann ich heimkomm, dauert es nicht lang. Oh, die Dinge, du fürs Licht in euch. Klarheit ist die Brotverstreu. Im Kitschrank auf mein liebstes Programm. Bin ich nur mit dem Auto unterwegs. Und komm dann an den Tankstell, brauch ich kein Chips und Keks. Nur noch eine Stunde, bis ich heimkomm. Da geht mir Salz im Kopf schon rum. Da waren doch noch Leberknepp, wann ich das richtig weiß. Hey, im Kühlschrank lauf mein liebstes Programm. Und wann ich herkomm, dauert es nicht lang. Oh, die Dinge, du fürs Licht geht euch. Glaub ein, ist die Fleisch verstreut. Im Kühlschrank lauf mein liebstes Programm. Ja! Wenn ihr die haben wollt, dann geht's nächstes Mal zu ihren Konzerten. Dann könnt ihr sie 2 Stunden lang hören, nicht?
Also wir sind viel unterwegs im Oktober, ja. Jedes Wochenende mit mehreren Konzerten in der Pfalz. Und ich bin also froh und glücklich hier, noch im 10. Jahr zum 9. Auftritt, heute neben dem Reinhard Brenzinger zu stehen. Wir sind